Also, ja, in der Eröffnung meiner Partie, ja, ich glaube, er hat zwei Züge, die mir nicht gefallen haben, gemacht. Also, Springer BD5 war wahrscheinlich nicht gut, er hätte Springer C6 spielen sollen. Aus praktischem Sinne muss Schwarz eigentlich versuchen, diesen Springer E5 zu vertreiben. Und das hat er nicht gemacht und dann nach kurzer Rochade, das war wirklich ein Fehler, weil nach Dame H3, glaube ich, steht er schon auf Verlust. Das ist unglaublich. Ich glaube, was sind das? Nicht mal 15 Züge und er kann schon aufgeben. Gut, dann hat er diese Notlösung gefunden und nur einen Bauern weniger, aber der König ist schwach und die Zeit. Ich dachte, meine Partie ist schon okay, wenn ich nichts Dummes mache, sollte ich das eigentlich gewinnen. Leider habe ich geguckt, okay, Alexander stand besser, ich hatte Hoffnung, dass er das noch gewinnt, aber wahrscheinlich war nicht mehr als Remis drin. Bei Vincent dachte ich, das ist sehr interessant, bis ich den Gesichtsausdruck von seinem Gegner sah. Und mir war schon klar, dass er das kannte. Man hat es gesehen, ja, leider. Und das war, ich glaube, ich bin mir 99% sicher, dass er das kannte, dieses Opfer. Und dann ist das leider, ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht, wer weiß, ich habe das nicht wirklich gesehen. Ich habe das schon mal, glaube ich, analysiert und das sollte nicht funktionieren. So, und Brett 4, Rasmus stand immer sehr solide. Also mir gefiel seine Stellung von Anfang an und ich weiß, wie gut er die Stellungen spielt. Er hat ja gegen mich so eine Stellung gewonnen mit Schwarz. Also ich weiß wirklich, wie gut er ist. Ich hoffe, er schafft es das. Er schafft es auch heute. So, also es sieht gut aus. Ich glaube, wir gewinnen 2,5.